Hallo, ihr Lieben. Nach dem grandiosen Konsum mit Hilfe Furore Special, übersetzt und gesungen von Penny und mir, möchte ich euch heute zwei interessante Websites vorstellen, die sich intensiv mit Phantasmagoria beschäftigen. Die erste ist diese hier. Danke an Anthony Larm, dass ich die hier verwenden darf, dass ich Teile daraus übersetzen durfte. Thanks to Anthony. That was very nice. Da findet ihr eine riesige Menge an Infos in englischer Sprache über das Spiel. Zum Beispiel ein Walkthrough natürlich, Easter Eggs, die leider bei mir nicht alle funktionieren, was aber an der Download-Version von GOG.com liegen mag. Ich weiß es nicht. Eine Auflistung aller Filmdateien dieser VODs und 32 Fragen und Antworten, in der sich dann in dieser Liste auch eine englische Übersetzung von Konsumitim Furore befindet. Ja, wir haben ein bisschen geschummelt. Ja, aus dieser Frage- und Antwortliste, ich lese sie natürlich nicht alle 32 vor, das wäre ein bisschen langweilig, aber hier meine Top 3. Die erste. Wie weit ähnelt Phantasmagoria dem 1980 entstandenen Film Shining? Ja, zu großen Teilen, wie ihr da erfahren könnt. Die zweite. Was für einen Sinn hat der kleine Kerker mit den Fesseln unten im Keller der? Da dürft ihr eure Antworten gerne hier rein posten. Und die dritte Frage aus meinen Top 3, die mich auch am meisten bewegt. Ey, wo ist Spazzys Katzenklo? Die Antworten dazu und natürlich zu allen anderen, wie viel sind es dann noch? 30? Nee, was sind zu allen anderen 29 Fragen könnt ihr dann auf der Seite nachlesen oder euch selbst welche ausdenken und hier gerne als Kommentar posten oder ihr macht eine Videoantwort. Weiterhin gibt es auf Anthonys Seite ein Quiz, hier der Link dazu. Habe ich gemacht und hatte 18 von 20 Fragen richtig. Leider weiß ich nicht, welche zwei ich falsch beantwortet habe. Das gibt das Spiel nicht aus. Schade. Und auch sonst gibt es dort für Phantasmagoria-Fans noch eine ganze Masse zu entdecken. Klickt euch einfach mal durch. Die zweite Seite. Hier. Sierra Planet bietet neben einem Walkthrough auch Reviews, technische Hilfe, was nützlich ist, wenn ihr tatsächlich noch das Spiel mit den 7 CDs zu Hause habt. Ja, und einige Goodies an. Dort finden sich natürlich weitere Fragen, einige davon sind beantwortet, andere nicht. Und vielleicht könnt ihr euch ja dazu auch Antworten ausdenken und mir die Kommentare hier reinposten, auf dass der Laden voll werde. Und dort gibt es noch den Bericht des Gerichtsmediziners, den ich hier mal im Original einblende. Ja, ich wünsche euch auf diesen beiden Seiten ganz furchtbar viel Spaß. Und als letztes Special werde ich dann noch den Abschlusssong Take Stand ganz ohne Gelaber, dafür aber mit den Lyrics hochladen. Nur auf Englisch. Das nächste Let's Play steht quasi schon in den Startlöchern. Ich habe mich dazu entschlossen, wen wundert's, ein weiteres Sierra-Game zu zocken. Lighthouse, The Dark Being. Relativ unbekannt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber mehr Infos dazu gibt's demnächst in der Spielvorstellung. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Sagt, bleibt dran. Bis dann, bis zum nächsten Mal, eure Marlene55M.